So, damit ein herzliches Willkommen bei einem neuen Let's Play bei The Evil Within. Ja, wir fangen ein neues Spiel an. The Evil Within. Und wir gucken einfach mal in das Spiel rein und schauen, was uns da erwartet. Einsatz 4 verstanden. Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, Einsatz 4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. 1/2 Dutzend Einheiten sind schon da. 121, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich, aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184, wir haben Probleme mit Einheiten im Beacon. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. So, und damit ein herzliches Willkommen nochmal zu einem neuen Let's Play mit The Evil Within. Wir sind hier von einem Einsatz gekommen und wurden jetzt hier irgendwie nochmal dazugerufen. Ganz geil. Und wir sind Detektiv oder Inspektor Castellanos oder wie auch immer. Ein etwas spanisch angehauchter Name. Mit Joseph, der da hinten links steht, und mit Nicole Kidman. Beziehungsweise, sie heißt eigentlich nur Kidman, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Nicole Kidman mit den violetten Augen. Hey, ja. Und wir sind hier in einer, ja, Nervenheilanstalt. Würde ich jetzt mal behaupten. Und wir gucken uns jetzt erstmal um, was wir hier so Feines machen können. Also wir sehen, okay, Polizeieinsatzkräfte sind auf jeden Fall schon mal vor Ort. Er ist aber verdächtig ruhig. Dafür, dass hier so viele Autos stehen. Ja. Kann ich irgendwas machen? Nein. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal nach da vorne. Und wir lassen uns mal überraschen, was wir eventuell gleich noch alles so sehen. So, das ist hier Nicole. Ja, mit den geilen violetten Augen. Nice, holt erstmal eine Waffe raus. Okay, und das ist hier Joseph. Okay, schauen wir mal, was uns drin erwartet. Bin gespannt. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Genau. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Dass schon im Vorraum irgendwie gefühlt 20 Leichen liegen? Interessiert keinen. Joseph geht auch erstmal nach vorne. Und Nicole Kidman, ja, bewacht den Eingang. Was ist hier bitte passiert? Was war das für Geräusch? Ja, ich habe das gehört. Warum rennst? Ja,
Du, Joseph, renn einfach vor. Du, ich dachte, wir sind mit einem Team und machen das jetzt hier gemeinsam. Und warum sind die alle tot? Und warum interessiert es Joseph einfach mal gar nicht? Alter, was ist hier bitte passiert? Okay. Okay, ja, also er hat hier ein Buch gelesen. Vom Baum tropft es, oder ja, von der Pflanze hier tropft es noch Blut runter. Bacon, was? Beacon Mental Hospital. Okay, ja gut, ist eine Nervenanstalt. Geil. Warum fällt er jetzt denn jetzt auf einmal um? Hallo? Ich muss dazu sagen, ich habe The Evil Within schon einmal versucht anzuspielen. Bin aber nicht wirklich sehr weit gekommen. Bin ich ganz ehrlich. Und wir werden jetzt natürlich hier in diesem wunderbaren Let's Play, was wir jetzt hier machen, natürlich das Ding hier bis zum Ende durchziehen. Und zwar, wie wir es erkennen, ne, von mir. Hi Joseph. Natürlich super souverän. Also gar nicht irgendwie ängstlich. Ich gucke jetzt trotzdem erstmal mir hier nochmal ein paar Sachen an. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Da vorne wird mir was angezeigt. Ach nee, das ist... Was ist denn das für ein Grafikbug? Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Okay. Sie tropft durch den... durch den Schreibtisch durch. Warum? Oh, ich wollte nicht da rein. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Was? Kann nicht sein. Was? Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Ich wollte eigentlich erstmal hinterm Schreibtisch gucken. Ich wollte gar nicht in den Raum reingehen. Und wer ist Ruvik? Und warum kann ich nicht mehr rennen? Okay. Gut, hier ist nichts. Aber warum sind die alle tot? Also, alle. Bis auf er hier. Was auch immer er gemacht hat. Doktor. Doktor irgendwer. Das sind da bestimmt irgendwelche Experimente. Okay, da leben noch welche. Cool. Was zur Hölle? Was? Okay. Was kommt jetzt? Wo bin ich denn? Ja, okay, wir hängen. Was macht er? Kann ich nach da gucken? Ja, ich kann nach da gucken. Hallo? Warum? Ja, weil... Ja! Leertaste wiederholt drücken, machen wir. Das Spiel ist normalerweise auch ein Controller-Spiel, also man spielt es normalerweise mit einem Controller. Da ich mit dem Controller nicht so gut bin, spiele ich es mit Maus und Tastatur. Warum? Weiß ich selbst noch nicht.
Okay. Also wir haben uns jetzt hier befreit. Er wurde halbiert. Und er hackt jetzt auf ihn rum, oder was? Kann ich irgendwie crouchen? Ja, okay. Ja, genau. Lauf da drunter, wo das Blut lang läuft. Steuerung zum Schleichen. Haben wir gemacht. Da ist ein Schlüssel. Komm. Können wir uns den einfach so grabbeln? Während er hier gerade verschwindet? Komm. Leertaste drücken zum Nehmen. Okay. Komm, 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 komm. Gewöhnliche Schlüssel. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren im Gebrauch, bevor die moderne Sicherheitssysteme in der Klinik eingebaut wurde. Okay. Modernes Sicherheitsdings heißt dann in dem Fall Schlüsselkarten? Er kommt wieder. Ist hier was runtergefallen? Ich muss weg. Bitte, 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 bitte. Mach doch die Tür auf. Ja, langsam ist gut. Kann ich die Tür auch wieder schließen? Nein. Okay, wir schleichen trotzdem mal weiter. Einfach in der Hoffnung, dass er... Speicherpunkt. Dass er uns trotzdem dennoch nicht hört. Wo ist denn er? Wo ist er? Warum sehen wir ihn nicht? Wo ist er hin? Warum fliegen denn die Blutpartikel hier rum, als gäbe es keine Schwerkraft? Okay. Was ist das da für ein Föhndraht? Ich möchte gerne... Kann ich das... Kann ich den entschärfen? Ey, ich will jetzt doch da nicht... Wenn ich jetzt da durchlaufe, dann wird er doch geil auf mich, oder? Und genau das wollen wir doch eigentlich gerade nicht. Kann ich springen? Nein, kann ich nicht. Ich muss da wirklich... Okay, komm. Let's go. Ging ja nicht anders. Ja... Lauf! Run, boy, run! Du, 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 du. Run, boy, run! Alter, lauf, lauf! Lauf, was ist das? Warum? Ach, darum! Okay, ich merke. Geht es auch... Kannst du auch schneller? Okay, 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 okay. Was ist das denn für ein Fick? Das sieht mal eklig aus. Wo sind wir denn bitte gelandet? Wir sind zu einem Einsatz gerufen. Also, ich wiederhole es jetzt erst. Also, ja, sprechen ist schwer. Wir sind zu einem Einsatz gerufen worden. Zu irgendeinem Fall. Irgendwas ist passiert. In einer Nervenheilanstalt. Wir finden einen Doktor, der irgendwie noch völlig durch ist. 5000 gefühlte Leichen im Vorraum. Gucken uns irgendeine Videoüberwachungsgeschichte an, sehen noch Kollegen, die irgendwie gegen irgendwas kämpfen, gegen den Assassinen schlechthin, der dann auf einmal hinter mir steht. Und das nächste, was wir wissen, ist, wir wachen auf, wo wir irgendwo hängen, in irgendeinem Lagerraum, wo uns der Typ verfolgt. Und am Ende rutschen wir hier so eine Rutsche runter und kommen in so einen Auffangbehälter, wo die ganzen Leichen sind. Was übrigens hygienisch top ist, wenn ich hier... Da unten, sehen wir es an meinem Bein, habe ich eine Wunde. Alter Kakerlaken. Oh, ist das eklig. Und wir sind einfach da mal reingehüpft. Easy.
Weil uns passiert ja schon nichts. Wo sind wir denn jetzt bitte schon wieder? Ja, das sieht aus wie die Kanalisation. Zumindest sieht das so aus. Als ob wir jetzt uns immer noch in der Nervenheilanstalt befinden. Wo sind wir denn hier? Sind wir in den Katakomben oder was? Also, was wurde jetzt angemacht? Und jetzt springen wir einfach hier rein in dieses eklige Wasser? Was ist das denn da? Also wir gehen ab und zu auch mal auf Entdeckertour, um vielleicht irgendwelche Sachen zu bekommen, zu looten. Okay, also wir finden aber hier vorne nichts, also wir müssen mal erstmal hier die Leiter hoch, okay. Leertaste zum Hochklettern, jo. Dann zieh dich mal hoch. Ja, wir wissen, du bist verletzt. Da vorne sitzt jemand in seinem wunderbaren Rollstuhl und sieht tot aus. Ob er auch tot ist, wage ich zu bezweifeln bei so einem Spiel. Aber wir gehen erstmal gucken, ob wir hier irgendwie was finden. Oh, hier können wir sogar rein. Geil. Und wie wir sehen, sehen wir hier nur ein Riesenfass, einen Stuhl und das war's. Warum kann ich hier in den Raum rein, wenn es hier nichts zu finden gibt, außer Kakerlaken? Das heißt, ich muss jetzt an dem da vorbei. Komm, da gibt's doch gleich einen Jumpscare, oder? Wo geht's hier raus? Ein Heft. Mister, ich möchte nur dieses Büchlein. Alte Notiz aus der Kanalisation. Siehst du, wusste ich doch, wir sind in der Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum Alpentrakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebt. R. Wer auch immer R ist. Oder ist er R? Okay, er ist wirklich tot. Der Arme. Okay. Wir haben hier ein Schloss. Können wir da was machen? Wow. Er ist zu. Lass mich raten, hier sind zwei Schlösser. Kann ich bestimmt zweimal anklicken. Dann wird es mir bestimmt doppelt angezeigt mit ist zu. Nein. Nur einmal, okay. Gut, dann gehen wir hier rein. Können wir hier reingucken? Nein, können wir nicht. Wir haben nur eine Leiter. Also, auf geht's. Hoch. Und oben soll eher ein Aufzug sein, der uns ja dann nach draußen bringt. Glaube ich. Oder? Ey, geht das auch schneller? Oder erwartet uns da jetzt gleich jemand? Okay, keiner ist hier. Sehr gut. Oh Gott. Ja. Und ja. Wir haben hier noch eine Notiz. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr. Stem. Systemtest beginnt. 13.15 Uhr. Erfolg. Gehirnwellen-Synchronisation bestätigt. Verlust minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograph berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM-System an. Och ey, sind jetzt wieder... Ich wusste, jetzt sind wieder irgendwelche Experimente geführt worden. Warum konnte ich jetzt das nicht weiterlesen? Heizraum.
Ja. Und ja. Ja. Kann ich hier irgendwie raufklicken? Mitarbeiter klang über Übelkeit und... Ich würde gerne alles lesen. Scrollen, Mausrad. Also hier ist meine Maus. Ja, hier. Ich drehe. Und wir sehen, es passiert nichts. Warum passiert nichts? Weil wir dumm sind, oder? Keine Ahnung. Ist doch mein Mausrad hier, oder? Muss ich den Pfeil direkt draufhalten? Nein. Kann ich das irgendwie... Nein, kann ich nicht. Gut. Leider kann ich dann anscheinend nicht alle Notizen lesen, was natürlich den Spielspaß ein bisschen minimiert, weil vielleicht da gewisse Informationen drin stecken, die wichtig sind. Kann ich vielleicht das umstellen in den Optionen? Wir können das anscheinend nicht ändern. Na gut. Vielleicht kriege ich das ja noch gefixt, dass wir dann auch die Notizen soweit lesen können. So, jetzt gibt es wieder einen Speicherpunkt. Awesome! Bei solchen Spielen heißt der Speichern eigentlich immer, es passiert gleich was. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir finden jetzt einfach nur den Aufzug und können uns... wo sind wir denn hier? Und wir können uns aus der Klinik befreien, retten. Jetzt sind wir wieder in der Klinik angekommen. Okay, aus der Kanalisation hoch in die Klinik. Okay, nice. Kann man machen. Gut, lass uns mal hier gucken. Ja, moin! Verstecken. Alter. Was ist mit dir los? Lass mich doch einfach in Ruhe. Wäre doch voll geil, Junge. Mach alles kaputt. Ich empfehle dir ein Anti-Aggressionsprogramm. Als ob ich jetzt da rausgehe. Wo ist er? Bleibt er da? Bleibt er da? Bitte bleib da. Bitte, bitte geh nicht weiter. Bitte. Okay, wir müssen jetzt hier einen auf Halt and Seek machen, oder was? Boah, ja, was sieht aus? Sorry, wenn ich jetzt gerade nicht so viel rede, aber... Das ist ja mal... sehr intens. Du darfst mich nicht sehen. Ach, was? Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Kann ich mich hier rein verstecken? Ja, kann ich. Komm, schnell rein da. Schnell rein da. Wo ist er? Hallo. Genau. Super. Kiste weg. Kannst du mir noch einen Gefallen tun? Ich habe hier nebenan auch gleich noch zwei, drei Kisten. Die versperren mir den Weg. Kannst du mir die auch noch frei machen? Wäre super nice. Ich höre ihn zwar.
Aber... ist er jetzt neben mir? Macht er mir jetzt die Tür frei? Ich traue mich jetzt noch nicht rauszugehen. Er ist auf der anderen Seite. Okay. Er hat die Kisten hier nicht sauber gemacht. Ist die Frage... wo ist er? Oh oh. Er kommt zurück! Freunde! Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Oh, macht er jetzt da was? Okay, wir probieren mal was anderes. Da ist er. Frage, wo geht er lang? Er geht da lang. Kehrt wieder zurück, wa? Kann ich mich hier drunter verstecken? Wo ist er? Da ist er. Renn! Renn doch, du dumme Sau, Alter! Auch wenn du da so hüpfst, komm, mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Renn durch! Genau! Renn weiter! Hab ich nicht gesehen, wa? Scheiße, Alter! Komm! Warum kann der denn nicht rennen? Gegner können durch geworfene Flaschen abgelenkt werden. Wow. Kann ich mich hier erstmal verarzten? Gibt's hier irgendwas, womit ich schneller renne? Als ob ihn jetzt da so eine Liege aufhält. Aber warum? Gegner beginnen zu suchen, sobald sie ein lautes Geräusch hören. Wow. Kann ich mich... warte mal. Habe ich irgendwas... ich habe kein Inventar. Habe ich irgendein Inventar? Nein. So, ich kann nicht rennen. Ich kann nur laufen. Da vorne ist der Fahrstuhl. Ich bin irgendwie noch verletzt. Komm, die Sequenz, die müssen wir doch noch schaffen, oder? Kann aber nicht sein, dass ich jetzt das hier nicht schaffe. Okay, jetzt kommt er hier, ja. Wir versuchen hier an ihm vorbeizukommen. Ja, komm. Wir versuchen unser Bestes. Ja, die Tür geht auf. Ja. Renn drauf zu. Und haben es geschafft. Okay, aber wir sind im Fahrstuhl. Leckt mich am Arsch.
Wow. Junge. Ja, auch erstmal eine Kippe. Oder auch nicht. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing. Okay, also wir haben es jetzt endlich geschafft, in den Fahrstuhl reinzukommen. Sind jetzt wunderbar, ganz komischerweise sind wir jetzt geheilt. Also ich humpel nicht mehr. Warum auch immer. Was passiert jetzt? Ich will doch einfach nur raus. Die ganzen Leichen verfolgen. Was auch immer jetzt gerade passiert. Was ist denn hier los? Gekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße! Wir können nicht mehr zurück! Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut, 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 gut. Fallen! Fallen! Ah!
Okay. Oh. Wir haben Kapitel 1 geschafft und überlebt. Geil. Ja. Wirft sehr viele Fragen auf. Warum passiert das? Also, jetzt alles von der von dieser Nervenklinik aus abgehend? Also die ganze Welt ist jetzt zerstört, beziehungsweise die ganze Stadt. Was ist da passiert? Joseph ist, ja, umgekommen, keine Ahnung, aber der Doktor hat irgendeinen anderen Patienten anscheinend mit abholen können, obwohl Joseph bei dem Arzt war? Hä? Verstehe ich nicht so ganz. Und was hat dieser Assassin-Typ, der sich da anscheinend, ja, ich sag jetzt mal, teleportieren kann? Was hat der mit der ganzen Geschichte zu tun? Ja, werden wir alles in der nächsten Folge hoffentlich herausfinden. Wir haben jetzt erstmal Kapitel 1 geschafft. Das heißt, perfektes Ende eigentlich für die heutige Folge. Hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. See you within, wenn es losgeht mit dem zweiten Kapitel. Bis dann sage ich erstmal, reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself.